Willkommen zurück zu einer neuen super sexy Late-Night-Produktplatzierung. Versammelt euch am Lagerfeuer und geht unten in die Beschreibung, wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt, denn dort findet ihr einen Link. Das Spiel ist immer noch kostenlos. Es beginnt ab dem 15.02. für alle. Wir spielen nämlich hier gerade die Closed Beta und wir müssen zum Kommandant Adler. Was für ein toller Name. Alle haben hier super tolle Namen. So, dann machen wir mal weiter hier. Level 3 bin ich geworden. So kann es gehen. Level 3. Kann ich eigentlich irgendwas hier skillen? Ich weiß gar nicht, wie ich zu meinem Charakter reinkomme. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, wie ich meinen Gaul rufe. Vielleicht geht das noch gar nicht. Vielleicht geht das auch erst später. Denn zum Beispiel M geht auch noch nicht. Man muss wohl sich noch ein wenig gedulden, bis man einige Features verwenden kann. Denn wir befinden uns hier noch immer ganz, ganz, ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Nicht wahr? Waffenknecht, Waffentraining. Ah, hier, das will ich. Genau, das will ich doch. So. Mit Ehre freischalten. Man verdient sich also Ehre. Ich bin ein Nodachi. Ein kühner Nodachi. So, mit R kann ich jetzt hier die Fähigkeit einbinden. Gut, 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 gut. Kann ich sonst noch irgendwas erlernen oder? Speziell erlernt. Und hier kann ich dann irgendwann es verbessern. Okay, hier Level 15, Level 6, Level 33, Level 21. Da gibt es ja eine Menge, was man lernen kann. Level 9. Also weiter geht's anscheinend mit Level 6 dann. Die anderen Sachen dauern nämlich noch länger. So, habe ich jetzt. Quest. Abschließen. Und annehmen. Und wo muss ich hin? Wieder zum alten Adler da oben. Kann ich meine Fähigkeit hier einsetzen? Natürlich nicht. Wir sind hier in einer friedlichen Zone. So, hier, bitteschön. Gib mir ein bisschen Kleingeld. Tod den Verrätern. Wow, 3000 Erfahrungspunkte. Das wird wohl die erste große Nummer. Okay, gehen wir mal hier drauf. Aha. Die nächste Schlacht beginnt. Tod den Verrätern. Ich kann hier beitreten. Was kann ich hier wählen? Ich habe eigentlich nur die hier. Das ist meine Truppe. Ein Gegenstand habe ich auch noch keinen. Ist das jetzt hier schon direkt mit anderen Spielern? Teammitglieder? Ich habe niemanden. Ich habe niemanden. Ich bin komplett allein. Ich glaube, das ist immer noch Tutorial. Ja, ist immer noch Tutorial. Aber ich will es machen, weil das Spiel hat schon wirklich viele, viele Dinge. Und wenn ich es am Ende nicht kann, ist das auch irgendwie doof, oder? So, Schildsturm. To the max. Das Dorf wird angegriffen. Oi, 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 oi. Lass doch mal hier die armen Bengels in Ruhe. Guck mal, hier meine neue Fähigkeit. Der Stich nach vorne. Ich werde immer stärker und mächtiger. Alles klar, wir müssen erstmal hier die Rebellen besiegen. Elendes Rebellenabschaumpack. Niemand mag Rebellen, oder? Rebellen sind irgendwie immer unbeliebt. Wie soll ich denn das beruhigen? Habe ich Pferdeminze? Ah! Und schwupps. So, Männer, ich bin jetzt offiziell cool. Ich kann auch irgendwas hier machen. Ach nee, wieder den Angriff befehligen. Mir folgen. Einfach mir folgen, Jungs. Und umrennen. Umrennen. Schnell. Kretsch da rein, Männer. Funktionieren hier oben meine Fähigkeiten? Ich kann runterfallen. Das kann ich. Okay. Aber ich denke mal, man wird auch später irgendwas skillen können, um stärker zu sein auf dem Pferd. Die Bogenschützen. Mir nach, Angriff! Gar nicht lange nachdenken, einfach drauf. Einfach drauf, Jungs! Wow, ich bekomme hier gerade gut Schaden, ne? So.
So. Ey, diese Schilddudes, die sind schon gut unterwegs. Oh, hier drüben. Der Barbarenhauptmann. Der alte Plünderknecht hier. So, Hauptmann Owen ist tot. Und schon wieder gewonnen. Ich rasiere hier durch. Ich metzle und mähe hier durch. Man kann ihn nicht stoppen. Sir Keystrom, ein aufstrebender Adeliger, der Ruhm will. Ruhm auf dem Schlachtfeld. So. Bams. Und wir müssen zu jemand Neuem. Elias. Elias, wo bist du denn? Hier drüben. Guten Tag, Elias. Und hier schön wieder Erfahrungspunkte umsonst. Sergeant Schulz. Wo ist Herr Schulz? Karte haben wir nicht. Wir müssen also hier ein bisschen umherstreifen und ihn irgendwie finden. Ah, warte mal. Schulzi ist irgendwo da hinten. Sergeant Schulz. Ey, yo. Schulz. Schulz ist eine Frau, dachte ich eben ganz kurz. Klar, natürlich. Blondes Haar. Ich effe. Aber ich kann nicht. Was ist hier los? Ah, jetzt. Okay. So, Mr. Schulz. Machtprobe. Dann proben wir mal, wie mächtig ich mit Level 4 wirklich bin. Ich würde sagen, super mächtig. Ich muss Level 6 werden. Ich muss Level 6 werden. Okay, können wir irgendwas wählen? Irgendwas Neues hier? Fernkampf? Kavallerie? No! Auf geht's! Einfach rein! Einfach rein ins Gemetzel. Gar nicht lange rumdenken, sondern erobern! Eine ganze Burg? Ich will Belagerungseinheiten. Boah, die haben sogar Kanonen. Moment, wir verteidigen anscheinend. Wir verteidigen. Alright. Charge with me. Was ist denn hier los? Ich gehe mal hier drüben ran. An die Kanone! An die Kanone! Boah, yes, yes. Yes! Okay, Nachladen dauert ewig. Jungs, vielleicht solltet ihr lieber hier nicht rumstehen. Nein, 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 komm. Boah, ich brenne. Follow me! Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Gib mir mal eine andere Formation. Gib mir mal die hier. So, ihr bleibt schön hier, ja? Bleiben die hier? Die bleiben hier. Kann ich nämlich hier ran und die ein bisschen bombardieren. Was nur so mittelgut funktioniert. Mann, die sind richtig stark. Mal hier in die Masse rein. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ey, das kann doch so nicht funktionieren. Ich bekomme so viel Schaden. Aber anscheinend müssen wir erstmal so arbeiten. Die Bogenschützen von denen sind ja unglaublich stark. Komm schon. Burn it. Da hinten sehe ich gar nicht. Aber hier stehen noch welche rum. Zack. Okay, wir haben die Bogenschützen weggeholt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier direkt die Truppen schwächen, wenn die erste Welle kommt. Für Schulz. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, jetzt brennen sie. Jetzt brennen sie. Einfach hier rein in die Masse. Ich glaube, das ist erstmal am besten. Oh nein, ich habe daneben geschossen. Ich bin zu nah dran. Komm schon, komm schon, komm schon. Burn, baby, burn. Ey, das sind ja unendlich viele.
Ich überlege gerade, ob ich runtergehen soll, ein bisschen mit reinkloppen soll. Aber ich glaube, noch halten wir es. Eigentlich müssen jetzt auch mal richtig wieder drauf gehen. Ja, hier schön Batzen weggeholt. Meine kommen auch langsam vorne durch. Meine stehen jetzt halt hier rum. Aber ich finde jetzt gerade, wie ich es mache, ist es wahrscheinlich am effektivsten. Habt ihr noch eine Welle? Das Ding ist extrem langsam. Oh, es kommt wirklich noch eine Welle. Es kommt echt noch eine Welle. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. No. Da kann ich hier gerade alle so schön treffen. Oh, yes, das Fass mitgenommen. Nice. Holy shit, sind das viele. Also hier ist echt eine Menge los. Ich glaube, die kommen rein. Ja, sie kommen rein. Jetzt müssen wir runter. Das ist der letzte Schuss. Und weg. Wow, was? Alter, was hat mich denn da eben gerade getroffen? Attack! Ja, kommt, Jungs. Drauf. Drauf. Oh, Alter! Was war denn das? Das Ding ist ja der Hammer. What the... Nice. Das Ding ist ja mörderisch gut. Oh, hier drüben können wir auch irgendwas runterschleudern. Ja, jetzt ist zu spät. Meine sind Kanonenfutter. Jungs, ihr macht das gut. Ihr sterbt für die höhere Sache. Ihr müsst es mal so sehen. Sterben für die höhere Sache. Während ich hier... nämlich voll drauf bratze, müsst ihr hier ein bisschen standhalten. Das finde ich nicht gut, denn ich glaube, da hinten habe ich keine Kanone. Oder? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier so? Was sind unsere Optionen? Oh doch, hier ist eine Kanone. Oh doch, hier ist eine. Lang leben die Kanonen! Das ist schon mies, wie sie dastehen. Komm schon, komm schon, komm schon! Aber ich treffe hier nicht gut. Ich treffe die hier echt nicht gut. Oh, hier drüben ist sogar ein Chef, oder? Yes! Hauen wir erstmal den Dicken da hinten zu Brei. Bam! Alter, diese Kanone streut! Die streut, Leute. Nein, Sir Boris. Du musst durchhalten, Sir Boris. So. Der dicke Macker ist tot. Kleinzeug noch wegholen. Schlacht gewonnen. Und Boris ist am Leben. Guck mal, die fliehen sogar, oder? Der Beste. Schulz wird stolz auf mich sein. Direkt ein bisschen posen gehen bei Schulz und sagen, hey, ich habe Boris gerettet. Boris lebt. Das Bobble hat überlebt. Ich bin stolz auf Sie, Keystro. Dankeschön. Schulzi. Alles gut. So, was nun? Wieder hinten hin zum Obermackerli. Ah, ich glaube, ich muss hier lang. Wieso laufen, wenn man reiten kann? Genießen wir den Luxus. So. Richard. Wo finde ich den denn? Mr. Richard, Sir. Hier drüben nicht, hier drüben nicht. Wo finden wir den denn? Ah, hier unten. Oh, können wir endlich raus? Sind wir durch? Sind wir durch? Oh, der letzte Marsch.
Den müssen wir machen. Ja, aber nicht mehr in dieser Folge. Den machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, eine Bewertung dalassen, Beschreibung abchecken und ja, ab dem 15.02. vielleicht mal selber spielen. Danke und tschüss!